Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das Hauptthema heute ist der Autozulieferer Schaeffler, der in Russland seine Erfolge feiert, und der Aufbau der Eurasischen Wirtschaftsunion. Nichtsdestotrotz, am Wahltag, Wahlen heute in Thüringen, kann ich es mir natürlich nicht verkneifen, auch dazu ein paar Worte zu sagen. Warten wir ab, was rauskommt heute Abend, aber nach der letzten mir vorliegenden Umfrage, in dem Fall von Infratest DIMAP, schaut es für die aktuelle Regierungskoalition ziemlich schlecht aus. Das dürfte nicht mehr klappen. Demnach kommt die CDU auf 24% der Stimmen, die Linke bleibt stärkste Partei mit 29%, die SPD kommt auf 8, die Grünen auf 7. Die AfD wird mit 24% erwartet und die FDP kommt demnach nicht in den Landtag mit nur 4%. Die bisherige Regierungskoalition aus Linken, SPD und Grünen kommt somit nur noch auf, ich muss kurz rechnen, 44% der Stimmen. CDU und AfD hätten gemeinsam 48% der Stimmen. Allerdings reicht es erst recht nicht für eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Die CDU müsste mit den Linken koalieren, damit das was wird in Thüringen mit einer CDU-Regierung oder mit der AfD. Tja, das bleibt spannend. CDU links hätte ich mir bis vor wenigen Jahren nicht vorstellen können, aber so wie sich die CDU unter Merkel selbst ausverkauft hat, ist heute mit allem zu rechnen. Also selbst eine CDU-linke Koalition würde ich nicht ausschließen. Also wir sehen hier einen Zeitenwandel. Die Zeit der sogenannten Volkspartei neigt sich ihrem Ende zu und das ist nicht schlecht. Ein weiterer kleiner Hinweis noch an der Stelle zum Brexit. Der Brexit wird ja rauf und runter diskutiert. Das Parlament in England spielt nicht mit. Unsere Medien freuen sich darüber. Es ist ein ständiges Hin und Her. Ich denke, der Brexit wird kommen. Und zwar einfach deshalb, weil das britische Königshaus und auch die City of London diesen Brexit will. Und das viele Gerede, welches man bei uns auch immer hört, ja, dann scheidet Großbritannien und London eben aus der EU aus. Was wird dann aus dem Finanzplatz London? Naja, es wird beim Alten bleiben in London, es wird alles beim Alten bleiben. Denn dabei muss man ja auch bedenken, dass London, die City of London, bisher gar nicht Mitglied der EU war. So, nun aber zum eigentlichen Thema, zu unserem Zulieferer. Konkret handelt es sich dabei um die Firma Schaeffler, die feiert in Russland, während diese Firma in Deutschland 1300 Stellen abbauen will, werden die Erfolge des Unternehmens in Uljanowsk in Russland gefeiert. Erst im März kündigte Schaeffler den Abbau von 700 Stellen in der Autozuliefersparte in Deutschland an. Im Werk in Höchstadt arbeiten derzeit rund 1700 Beschäftigte in den Sparten Industrie, Automotive und Produktlinien. Erst 2017 wurden 120 Arbeitsplätze in die rumänische Niederlassung des Unternehmens verlagert. Vorletzte Woche zelebrierte der Automobil- und Industriezulieferer das fünfjährige Bestehen seines Werkes in Uljanowsk. Wörtlich sagte Schaeffler CEO Klaus Rosenfeld: Russland bleibt für uns trotz politischer und wirtschaftlicher Schwierigkeiten ein wichtiger Wachstumsmarkt. Im letzten Jahr wurde ein Umsatzplus von 15% erzielt. In der hochmodernen Fabrik, in die Schaeffler insgesamt 30 Millionen Euro investiert hat, stellen 120 Mitarbeiter Komponenten für die Autoindustrie her, darunter Kupplungen und Teile für Schaltersysteme, und sie reparieren Kegelrollenlager für die Eisenbahnindustrie. Nun gibt es in der Wolgastadt sogar eine Straße mit dem Namen des Unternehmensgründers Dr. Schaeffler.
im Namen vom Gouverneur Morozov, der Rosenfeld und weitere Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder von Schaeffler zu einem persönlichen Gespräch getroffen hatte, überreichte die stellvertretende Regierungschefin von Uljanowsk, Marina Alexejewa, ein Straßenschild mit dem Namen Dr. Schaeffler. Maxim Schachow, Russlandchef von Schaeffler, verglich die Firma mit dem Lebensalter von Menschen. 5 Jahre sind ein schöner Geburtstag, sagte er wörtlich. Wir haben laufen gelernt, wir stellen die richtigen Fragen und nun werden wir immer stärker werden. Der Vorstandschef der Außenhandelskammer für Russland, Matthias Schepp, sagte, Schaeffler ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie die besten Talente von Russen und Deutschen zusammenkommen. Dass die Russen übrigens noch viele Pläne haben, konnte auch im vollbesetzten Plenarsaal der Handelskammer Hamburg Mitte September auf dem deutsch-russischen Logistikforum beobachtet werden. Auf dem Forum nahmen über 90 Teilnehmer und 2 hochrangige russische Delegationen teil. Der Staatssekretär der Staatenunion Russland-Belarus entwickelte vor dem Plenum das Projekt einer Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung zwischen St. Petersburg und Hamburg auf der Route Minsk-Warschau-Berlin mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 300 Stundenkilometern sowohl für den Personenverkehr als auch für den Gütertransport. Allerdings müsse in einem ersten Schritt die Finanzierung von 20 bis 40 Milliarden US-Dollar gesichert werden und die Trasse von den daran beteiligten Ländern bestätigt werden. Aber immerhin eine schöne Idee, die inzwischen durchaus zu einem Plan gereift ist. Der Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Uljanowsk, Sergei Vasin, stellte die Sonderwirtschaftszone Region Uljanowsk vor. Und zwar wies er auf den Verkehrsknotenpunkt mit 2 Flughafen und einem Binnenhafen an der Wolga hin. In der Umgebung finden sich 6 Millionen Städte wie zum Beispiel Kasan. In Kasan baut Mercedes. Dort hat Mercedes im April sein neuestes Werk eröffnet. Uljanowsk, wie am Anfang schon erwähnt, ist Standort von Schaeffler Russland. Die zollfreie Zone, deren Gewinnsteuersatz zudem 2 statt der üblichen 20% betrage, könnte sich in Zukunft zu einer prosperierenden Freihandelszone ausweiten. Also Uljanowsk ist eine zollfreie Zone mit minimalen Steuerbelastungen. Auch die Chancen des nördlichen Seewegs, der Nordostpassage, wurden ausführlich erläutert, für welche, das merke ich nur nebenbei an, eine Klimaerwärmung, so sie denn kommt, ein Gottesgeschenk wäre. Das würde den Einsatz von kostspieligen Eisbrechern deutlich reduzieren. In Russland also will die Firma Schaeffler immer stärker werden, wie sie wörtlich sagt. Gleichzeitig wird sie in Deutschland immer schwächer. Russland ist schon längst lukrativer Investitionsstandort für deutsche Unternehmen. Digital gesteuerte Prozesse machen es leicht, niedrige Steuern und sichere Rahmenbedingungen tun ihr Übriges. Bisher werden dort auch keine Fahrzeuge bei Händlern von bezahlten Schlägertrupps zerstört. Ich berichtete mehrmals auch darüber. Beim Eröffnungsfest des neuesten Mercedes-Benz-Werks in der Nähe von Moskau im April war neben Putin auch der Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Altmaier vertreten. Ich frage mich, wann hat dieser Mann das letzte Mal einer Werkseröffnung in unserem Land beigewohnt? Ich kann mich nicht erinnern, da wird nichts mehr eröffnet. BMW, VW, Ford und viele andere sind längst in der Russischen Föderation aktiv und produzieren dort weiterhin ihre ausgereiften Verbrennungsmotoren. Ich frage mich auch selbst schon länger, warum lässt sich die deutsche Industrie dieses Bashing gefallen? Ich habe auch entsprechende E-Mails und Kommentare erhalten. Aus meiner Sicht stellt es sich einfach so dar, dass dieses Industrie-Bashing in Deutschland aus Sicht der Industrie, aus Sicht der großen global tätigen Unternehmen und auch der global tätigen Zuliefererunternehmen durchaus ein erwünschtes, kontrolliertes Chaos ist, denn es liefert die Begründung dafür, peu à peu die Standorte in Deutschland zu schließen, Arbeitsplätze abzubauen und den teuren Standort Bundesrepublik gegen günstigere Standorte einzutauschen. Und genau das können wir im Moment ja besichtigen und beobachten und verfolgen. Parallel zur Stärkung des Investitionsstandorts
Russland entwickeln die Staatschefs der Mitgliedsländer der Eurasischen Wirtschaftsunion ein Konzept für einen gemeinsamen Finanzmarkt, so berichtet RIA Novosti. Die Eurasische Wirtschaftsunion ist ein Zusammenschluss aus 5 Staaten im Nordosten Eurasiens zu einem Binnenmarkt mit Zollunion. Die Wirtschaftsunion ging mit Wirkung zum 1. Januar 2015 aus der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft hervor. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer haben sich nun zur Implementierung des gemeinsamen Finanzmarkts bis 2025 verpflichtet. Das wird die Attraktivität der Region weiter steigern und noch interessanter für ausländische Unternehmen und Investoren machen. In der Bundesrepublik hüpft man für das Klima, bettelt um höhere Steuern, investiert in fragwürdige E-Mobilität, gefährdet die Zuverlässigkeit der Stromversorgung und verängstigt mit Weltuntergangsszenarien Kinder und Jugendliche. Während im Osten Nägel mit Köpfen gemacht werden und aktiv mit Optimismus die Zukunft gestaltet wird. Deutsche Unternehmen haben erkannt, wo die Chancen der Zukunft liegen. Vielleicht sollten Anleger den Horizont gen Osten ebenfalls erweitern. Am Rande möchte ich noch anmerken, dass in Kalifornien, Sie haben es sicher mitbekommen, wegen Waldbrandgefahr, zumindest ist es die offizielle Begründung, großflächig der Strom abgeschaltet wurde. Da freut sich jeder, der keinen Tesla fährt. Die EU jedenfalls, sofern sie überhaupt in dieser Konstellation bestehen bleibt und nicht auseinanderbricht, die EU entwickelt sich langsam aber sicher auch wirtschaftlich zu dem, was sie geografisch ist, nämlich zum Wurmfortsatz Eurasiens. Soweit für heute. Ich hoffe, es waren ein paar brauchbare Informationen für Sie dabei. Ansonsten beobachten wir mal den Hergang der Landtagswahlen in Thüringen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann Sie dieses Video angesehen haben. Wir freuen uns über einen Daumen hoch und natürlich über ein Abonnement. Beim Abonnement ist es wirklich wichtig, mit Glocke zu abonnieren. Ansonsten ist nicht gewährleistet, dass Sie informiert werden, wenn wir wieder neue Videos einstellen. Und ich bedanke mich an der Stelle auch bei all jenen, die uns in der letzten Woche wieder mit einem Beitrag unterstützt haben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.